Ich habe, glaube ich, noch Erbsen zwischen den Zähnen. Ich habe gerade probiert. Herzlich willkommen zum delikaten Donnerstag. Kochen mit Magenbypass. Ich bekomme heute Besuch von einer Freundin. Und ich koche eine Beinscheibe nach einem ganz einfachen eigenen Rezept. Und dazu gibt es Erbsen und Kartoffeln. Ich werde euch jetzt nur bei der Beinscheibe mitnehmen. Die Erbsen und die Kartoffeln... Ich kann nicht fünf Sachen auf einmal euch zeigen. Also Beinscheibe reicht. Erbsen, Kartoffeln müsst ihr gucken, wie ihr die lecker kocht. Aber das ist ja auch kein Hexenwerk. Und jetzt zeige ich euch als erstes mal, was wir so alles dafür brauchen. Wir brauchen Salz und Pfeffer zum Würzen. Rauchpaprika, damit die Soße ein tolles Aroma kriegt. Ebenso dafür ist es Pilzsalz. Knoblauch, ein Glas Wein. Rinderpaste, Öl zum Anbraten, Tomatenmark, dann Wasser zum Ablöschen, dann natürlich die Beinscheibe und hier habe ich 4 relativ große Zwiebeln schon geviertelt. Das brauchen wir für die Beinscheibe und als Beilage, das zeige ich euch jetzt aber nicht explizit, kocht hier schon eine Portion Erbsen. Die habe ich gewürzt, das sind Tiefkühlerbsen, da habe ich ein bisschen Oregano dran getan, ein bisschen Butter, Salz und ein bisschen Brühe. Die kochen hier schon vor sich hin und hier hinten kochen kleine Kartoffelchen. Da, die sind gewürzt mit Lorbeer und Salz, genau. Ja, das werde ich meiner Freundin und mir heute zum Essen servieren. Ja, und jetzt legen wir auch schon direkt los. Ich habe hier so eine Form, die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe die bisher nur im Ofen benutzt, aber die soll induktionsherd geeignet sein. Und das probieren wir jetzt mal. Und diesmal probiere ich auch nicht zu vergessen, euch die ganzen... Werte zu sagen bzw. Zu dokumentieren, wie viel ich jeweils benutze, wovon. Ich habe meine Waage hier. Und jetzt fangen wir mal an und erhitzen erstmal das Öl. So, Stufe 8 nehmen wir. Jetzt tun wir mal, wie viel Öl? Jetzt bin ich gespannt. 37 Gramm Öl, oh ja, ist induktionsgeeignet, erhitzen wir und hier habe ich meine Beinscheibe liegen, die werde ich gerade mal eben salzen und pfeffern. Oh, ich tue doch mal eben wieder ausstellen hier. Ach so, muss man natürlich auch hier den Pinöpel aufmachen. Die knistert so komisch, ob das normal ist, dass die Form so komisch knistert. Werden wir sehen. Also Salz. Ah, ich glaube, ich nehme feinen Pfeffer. Der verbrennt hier nicht so stark da drauf. Also hier gemahlenen Pfeffer. Ich glaube, das ist besser. So, und jetzt noch Knoblauch. Jetzt machen wir noch mal einen Test, ob das klappt. Und wir die Beinscheibe anbraten können. Legen wir mal rein. Ja, brutzelt schon etwas. Aber ich sehe gerade, da ist wohl so eine Wölbung. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Öl zu tun, weil sich das hier nur am Rand irgendwie sammelt. Ich habe jetzt noch mal 10 Gramm Öl dazu getan. Und
jetzt muss hier alles schön anbrutscheln und gleich muss ich die Beinscheibe auch wiegen. Seht ihr, da habe ich jetzt schon wieder vergessen. So, die Beinscheibe habe ich jetzt umgedreht. Die ist schön kross angebraten schon. Ich hatte die an den Seiten eingeschnitten, weil ich gedacht habe, dann wellt die sich nicht, aber die wellt sich trotzdem. Und ich finde blöd, dass sich in der Mitte halt kein Öl befindet, dass die so eine Wölbung hat. Also die werde ich nicht mehr benutzen hier für diese Form. So, jetzt haben wir beide Seiten schön angebraten. Jetzt kann die Beinscheibe raus und jetzt tun wir hier die Zwiebeln schön rein. In diesen Anbrat, Sud, wie auch immer. Und dazu kommt Tomatenmark. Und zwar hier der ganze Rest, der noch hier drin ist. Gucken, wie viel das ist. Ja, die Form ist echt nicht optimal. In der Mitte hat man kein Fett, sondern nur am Außenrand. Das ist nicht so gut. Das war 60 Gramm Tomatenmark. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich diese Form genommen habe. Tomatenmark muss jetzt ein bisschen anrösten. Die fallen auch hier auseinander, das ist sehr gut. So, und jetzt, ich muss jetzt ablöschen, sonst verbrennt mir alles in der Mitte. Ich lösche jetzt mit dem Glas Wein ab und mit etwas Wasser. So, jetzt sehen wir auch hier, jetzt ist alles bedeckt und so soll es auch bleiben. Ich tue jetzt ein bisschen Rinderpaste dazu. Zwanzig Gramm Rinderpaste. Die Beinscheibe wiegt übrigens 345 Gramm. Jetzt können wir hier ein bisschen runterschalten, denn es soll jetzt nur noch leise vor sich hinschmurgeln. Schön alles verteilen. Jetzt tun wir noch ein bisschen Pilzsalz dran für den guten Geschmack. Und auch Paprika, ebenfalls für den guten Geschmack. Jetzt muss ich mal eben einen ordentlichen Löffel mir hinnehmen. So. Jetzt haben wir eigentlich alles schon hier, was wir für die gute Schmorgelei brauchen. Ja, Döschen schmeckt schön und kräftig. Jetzt muss ich halt darauf achten,
dass das hier nicht in dieser Erhöhung trocken wird. Ne? Jetzt legen wir die Beinscheibe wieder rein. So. Alles schön drumherum verteilen. Ich gieße jetzt noch ein bisschen Wasser an. Rundherum. Und jetzt lassen wir die ganze Sache hier köcheln. Und zwar insgesamt, ich kann es euch nicht sagen, ich werde es 2 Stunden köcheln lassen, ehrlich gesagt. Ja, denn je länger sowas vor sich hinschmort, desto weicher wird das Fleisch, desto sämiger wird die Soße. Einen richtigen Deckel hierfür habe ich nicht. Ich tue, was tun wir denn da drauf? Passt dieses? Ja, das passt. Die Kochblume tue ich da drauf. Und dann werde ich nach einer Stunde das Fleisch einmal drehen. Und dann schauen wir, ja, wie lecker das geworden ist. Beziehungsweise wird. In einer Stunde drehen wir das Fleisch zusammen rum. Und probieren tun wir auch zusammen. Heute Nachmittag irgendwann. Ich möchte euch mal eben kurz hier ein Zwischenfazit geben. Die Beinscheibe, die schmort jetzt seit 1 Stunde und 20 Minuten. Und die Soße dickt jetzt richtig schön ein. Die Zwiebeln lösen sich langsam auf. Und ich werde die Soße am Schluss noch mit Ketchup und Nduja Calabrese abschmecken. Denn an die Soße gehört immer etwas Süßes, ein bisschen auch. Da kann man entweder Zuckerrübensirup nehmen, der ist auch sehr gut. Ich nehme aber diesmal Ketchup, weil ich da noch einen Rest habe. Den kann ich dann gleichzeitig leer machen. Und Nduja Calabrese kann man Bratensoßen sehr gut mit aufbinden. Leute, es ist ein Kreuz mit mir. Mein Hemd ist vollgesaut vom Probieren zwischendurch. In die Wäsche. Dann habe ich vergessen, gerade die Kamera anzustellen, wo ich noch die Soße abgeschmeckt habe mit Ketchup und Nduja. Zeige ich euch jetzt mal. Ich habe von diesem Hela Gewürzketchup 100 Gramm reingetan und ein Teelöffel von dieser Paste hier. Und das hat einen solch geilen Geschmack gegeben, dass ich mich selber nicht mehr einkriege. Ich zeige euch jetzt nochmal, hier ist alles voll gesifft, ne? Und hat jetzt, naja, 2 Minuten fehlen noch bis 2 Stunden. Können wir mal ausmachen. Und das hat jetzt also fast 2 Stunden geköchelt. Achso, ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht, und dann probieren wir mal. Aber ich habe ja schon probiert. So sieht die Sache jetzt aus. Sieht das nicht phänomenal aus? Sieht das nicht oberaffengeil aus? Ich hoffe, dieses Fleisch ist ganz weich geworden, aber es löst sich ja schon teilweise vom Knochen. Also könnte ich da... Ups! Glück haben, dass das weich ist, dann würde ich dieses Stück für mich nehmen und dieses Stück für meinen Besuch. Und jetzt probieren wir mal die Soße. So sieht die aus. Richtig schöne Farbe. Jetzt probiere ich mal. Leute, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist die geilste Soße, die ich jemals gemacht habe. Die schmeckt so lecker. Würzig, Barbecue-mäßig. Einfach fantastisch. Jetzt bin ich bloß noch überlegen, ob ich die einmal püriere oder einfach nur die Zwiebeln klein stampfe. Ich glaube, ich stampfe die Zwiebeln einfach klein, dann hat man noch ein bisschen Biss da drin. Dazu nehmen wir das Fleisch mal eben raus. Einmal rausnehmen und dann schaue ich mal,
dass ich die Zwiebeln, die hier drin sind, irgendwie klein püriert kriege ein bisschen. Braucht jetzt nicht irgendwie so fein passiert sein oder so. Ist gar nicht notwendig, nur dass man nicht so große Zwiebelstücke hat und die Soße noch so ein bisschen gebunden ist. Und die Zwiebeln sind ja auch jetzt butterweich. Das geht also doch sehr problemlos. So, rühren wir noch mal um. Noch mal probieren ein Löffelchen. Oh, lecker, sag ich euch, lecker. Perfekt. Die perfekte Soße. Und das Fleisch jetzt auch noch so perfekt ist wie die Soße. Zum Niederknien. Dazu, wie gesagt, Kartoffeln. Komm, mal gucken, ob ich Kartoffelpüree draus mache. Wahrscheinlich, die sind schon gekocht. Kann ich euch hier auch wenn mal ich kurz da Kartoffelpüree drauf mache, tue ich da einfach Milch bei, Salz und Muskat. Koch einmal auf und stampf dann. Und hier sind die Erbsen, die habe ich euch ja gesagt, mit Oregano, Butter und ein bisschen Brühe gedünstet. Ja, liebe Wains, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mit mir hier die beste Soße der Welt gemacht habt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich hin und weg. Ich glaube, die Rauchpaprika ist das Geheimnis und das Pilzgewürzsalz. Also diese beiden Komponenten, die haben so einen fantastischen Geschmack gekriegt und wirklich wichtig, wenn ihr Bratensoße oder sonst was macht, ein bisschen Süße muss immer dran. Ihr könnt auch Apfelkompott nehmen, also diesen von Grafschafter, glaube ich, ist der auch. Apfelgelee heißt der, glaube ich. Ihr könnt Rübenkraut nehmen, ihr könnt Johannisbeergelee nehmen. Ich habe jetzt Ketchup genommen und Nduja, also Respekt, ich verbeuge mich vor mir selbst. Es ist fantastisch geworden. Bis zum nächsten Mal, liebe Wains, und sagt mir Bescheid, wenn ihr das mal nachgekocht habt.